Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Woche mit wirklich abwechslungsreichen Büchern, tollen Büchern, die mich begeistert haben und auch gemeinsamen Leserunden und dazu dann auch noch einem Filmklassiker und einer neuen Serie, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie lange ich an dieser dranbleibe und ich lasse mal ein bisschen in Nostal. Schwelge. Ja, die Woche grundsätzlich war vom Wetter so lala, also irgendwie der Herbst ist da, keine Ahnung, ob der Sommer sich nochmal blicken lässt, man kann es nur hoffen. Ich würde mich ja einfach über beständiges, nicht nasses Wetter freuen, aber wenn man sich in Europa umschaut, ist man ja ganz dankbar, dass man keine Flut hat oder das Feuer und man sollte da glaube ich gar nicht so sich so viele Gedanken über das Wetter machen, aber ein bisschen mehr Beständigkeit, um vielleicht die ein oder andere gebirgige Wanderung zu machen, ja, fände ich irgendwie schon schön. Aber vielleicht haben wir ja dann zumindest einen goldenen Herbst im September und Oktober, der dann zumindest ein bisschen trocken ist. Aber so ein bisschen die Hoffnung für den Sommer habe ich so ein bisschen aufgegeben. Deswegen auch dann im August langarm. Es ist einfach ein bisschen verrückt. Ja, zu den Büchern. Ich packe wieder alles unten in die Infobox, die Infos zu den Büchern, die Zeitstempel und dann eben auch, wann das sonstige Geplauder startet zum Film, zur Serie und was mir sonst so ein bisschen einfällt. Und es sind drei Bücher in dieser Woche geworden. Ich habe sie alle drei als echtes Buch hier. Eins davon haben wir aber gemeinsam gehört. Die Woche hat begonnen mit einer Reise nach Afrika, nämlich Löwenherzen von Gesa Neitzel. Das ist das zweite Buch von Gesa Neitzel in Bezug eben auf ihr Rangerleben in Afrika. Dann zusammen mit der lieben Miri habe ich gelesen Zwei Handvoll Leben von Katharina Fuchs. Ich bin auch damals bei ihr, ich glaube, sie hatte das irgendwie auf der Wunschliste oder so, drüber gestolpert und dann haben wir das zumindest gemeinsam begonnen. Und dann eigentlich gehört, aber ich habe es auch als echtes Buch hier, Aurore erwacht von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Das habe ich zusammen gehört mit Becky und Anka und habe es aber eigentlich echt hier. Deswegen, ja, kann es dann danach direkt ins Highlight-Regal. Das kann ich schon mal verraten. Wir beginnen aber mit Löwenherzen von Gesa Neitzel. Ich habe bereits die beiden anderen Bücher der Autorin gelesen, hatte hier Glück bei vorablesen.de, habe es im Grunde schon ein paar Tage vor Erscheinen gehabt und habe es jetzt direkt gelesen, weil ich Lust hatte, nach Afrika zu reisen, auf Safari zu gehen und auch Gesa Neitzel plus Tiere und eben auch dem Kontinent einfach mal wiederzusehen. Ich bin ein großer Fan von Afrika. Ich fühle mich da immer sehr verbunden, sehr heimisch. Ist, glaube ich, auch so der Kontinent, den ich am meisten bereist habe. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das Buch Löwenherzen setzt wenige Zeit nach dem ersten Buch Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel an. Dort haben wir sie ja kennengelernt, was sie dazu im Grunde angetrieben hat, nach Afrika zu gehen, eine Ranger-Ausbildung zu machen. Dort hat sie Frank kennengelernt. Und hat da ja lange gezögert, ob sie ihn überhaupt dort mit einbaut. Hier sind beide nun ein Paar und erzählen uns jetzt so ein bisschen ihre Geschichte weiter. Denn beide nehmen sich jetzt eine Auszeit vom Ranger-Sein, reisen mehr oder weniger alleine durch Afrika und erzählen uns eben so ihre Geschichte, die sie zusammen erleben, wie unterschiedlich sie manche Dinge sehen, wie einig sie sich in anderen sind. Und wir erleben eben so dieses Paar, das sich kennenlernt. Das ist aber nicht schnulzig oder kitschig und es ist auch nicht vergleichbar mit einer Liebesgeschichte, sondern es ist nach wie vor dieses Reisen und diese Leidenschaft eben an der Natur, an Tieren und eben die Länder, die sie bereisen. Und wir sind zum Beispiel in Botswana unterwegs, dort treffen wir auf Elefanten, Löwen und auch Leoparden. Dann ging es weiter nach Namibia, auch dort treffen wir Elefanten, aber auch Nashörner, ein sehr wichtiges Thema in Afrika. Der Abschluss bildet sich dann in Sambia. Und dort treffen wir dann auch bei einer Flussfahrt auf Krokodile, auf Elefantenweisen und auch auf Fledermäuse. Das fand ich super, super spannend. Und alles bereisen sie mit ihrem Land Rover Ellie, der nicht ganz so verlässlich ist, wie man sich das vielleicht von einem Fahrzeug irgendwie wünscht.
Und ja, wir sind mit beiden unterwegs. Es sind sehr persönliche Einblicke. Wir bekommen viele Gedanken von Gesa Neitzel, aber auch von Frank. Wir erfahren Dialoge, wir erfahren, wie sie im Grunde ihre Welt betrachten, wie sie unterwegs sind, was sie wahrnehmen, wie Begeisterung aussehen kann, Leidenschaft, wie sie für das brennen, was sie tun. Und das sind wunderbare Blicke auf die Natur und auch auf die Tiere und eben auch dieses besondere Konstrukt, was ja gerade im Süden Afrikas herrscht, zwischen Mensch und Tieren, dass das eben nicht immer konfliktfrei funktioniert, aber wie man eben die Menschen vor Ort unterstützen kann, wie man ihnen helfen kann, wie sie sich selbst helfen, welche Möglichkeiten es gibt, eben den Tieren nicht den Lebensraum wegzunehmen, sondern eben auch den Menschen dazu zu bringen, die Tiere zu unterstützen. Und wir erfahren eben auch sehr viel, warum es wichtig ist, Natur zu schützen, die Tierwelt zu schützen und das insbesondere auch hier an dem Beispiel zum Beispiel mit den Nashörnern, was ja wirklich ein Riesenthema in Afrika ist oder überhaupt auch dieses ganze Elfenbein, wo man einfach nur mit dem Kopf schüttelt als Tierlieber, mitfühlender Mensch. Und ich fand das super spannend, dass wir hier zwei Guides haben, die irgendwie Urlaub machen, die sich durch Afrika durchschlagen, wo allerhand auch mal schief läuft und trotzdem beide so ruhig bleiben, besonnen bleiben und auch sich gegenseitig so eine Ruhe einfach vermitteln. Ich finde die Kombination aus beiden sehr gelungen und man merkt, dass sie beide ganz tief im Inneren sehr verbunden sind, auch wenn sie in dem Fall hier noch gar nicht so lange zusammen waren. Ich fand es sprachlich sehr schön. Ich finde, Gesa Neitzel hat eine ganz tolle Art, Dinge wahrzunehmen, diese zu beschreiben, diese in Worte zu fassen, die Begeisterung und ihre Leidenschaft auch mit zu übertragen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich solche Reiseberichte lese. Fernweh ist natürlich garantiert, das muss man ganz klar sagen, wobei ich ja oft gerade in Bezug zum Beispiel auf Ägypten sage, es ist eher meine Heimat, also Heimweh anstelle Fernweh. Aber es macht einfach unglaublichen Spaß, auf diesem Kontinent unterwegs zu sein und mit den beiden eben wirklich diese Welt zu entdecken, eben auch Dinge zu erfahren, mitzubekommen, die sie selbst auch zum ersten Mal irgendwie sehen, weil sie eben auch noch nicht vorher in diesem Land waren. Natürlich auch ein bisschen Infos zu den Ranger-Ausbildungen, zu diesen Volontariats, die es ja durchaus eben auch in diesen Freizeitparks, nein, es sind keine Freizeitparks, in diesen Safari-Parks, meine Güte, nein, das ist nicht das Gleiche. Da erfährt man durchaus von Gesa Neitzel auch ein bisschen was und ich mag diese Mischung, die uns Gesa Neitzel hier präsentiert. Also es hat mir genauso gut gefallen wie Frühstücken mit Elefanten. Es geht ein bisschen tiefgründiger, es geht ein bisschen weiter und ich finde beide Bücher richtig, richtig, richtig toll. Auch Into the Wild, was glaube ich vor 2 Jahren herausgekommen ist, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Für mich sind das wirkliche Highlight-Bücher, die mich wirklich auch im Herzen sehr ansprechen und die mir einfach auch große Freude machen und die mich eben mitnehmen, begeistern können und auch einfach reißen lassen, was ja eben zurzeit einfach nicht ganz so einfach möglich ist. Und ja, zumindest kann man hier mit einem Buch und mit dem Herzen und mit dem Gedanken einfach in ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent reisen und kann das sehr, sehr genießen. Und ich habe das auch sehr, sehr genossen und kann, ja, Löwenherzen auf jeden Fall nur empfehlen. Gemeinsam mit der lieben Miri von MJ Liest habe ich dann 2 Handvoll Leben gestartet von Katharina Fuchs. Habe ich damals irgendwie, ich glaube auch über Miri überhaupt erst entdeckt, wurde dann angesprochen vom Klappentext, der ich glaube in den 1920ern spielt, in Berlin und wir sind im KDW. Finde ich super spannend, gerade weil um das KDW ja ganz viele Mythen, sag ich mal, ranken, es ganz viel Geschichte im Grunde auch einfach in sich trägt und ich habe das dann bei Tauschticket ergattert. Wir haben es ursprünglich für 2 Wochen knapp eingeteilt, allerdings ist Miri zu Beginn des Buches aus persönlichen Gründen dann einfach ausgestiegen und dann habe ich einfach gelesen, wie ich eben Zeit hatte und Lust hatte und habe es dann auch in dieser Woche beendet. Wir erfahren zu Beginn des Buches im Prolog, dass es die Geschichte der beiden Großmütter von Katharina Fuchs selbst erzählt, also dass die Geschichte eben durchaus auf wahren Begebenheiten aufbaut und das fand ich schon mal super, super spannend, weil das natürlich eine Zeit ist und besonders glaube ich auch einfach, weil das Frauenbild hier im Wandel ist und ich dann wirklich dachte, da bekommen wir einen ganz tollen historischen Roman. Die Geschichte beginnt 1910er Jahren und wir lernen eben die 2 jungen Frauen kennen, die damals noch junge Mädchen sind und wir treffen auf Charlotte, die auf einem Landgut in Sachsen aufwächst, sehr unter dem aufbrausenden Vater auch leidet und irgendwann aber eine Ferienzeit in Leipzig bei ihrer Tante erlebt und da so ein bisschen offener wird für die Welt, um dann eben auch irgendwann nach Berlin zu gehen. Anna,
Die zweite Großmutter sozusagen von der Autorin wohnt im Spreewald und ist da auch ein bisschen, was die Familie angeht, nicht ganz so gut betagt. Man muss da viel teilen, man muss da viel gebraucht, sich im Grunde übernehmen. Und ja, beide sind jetzt nicht so irgendwie in einer gehobeneren Gesellschaft, sondern eher schon in der unteren Mittelschicht wahrscheinlich, würde ich sagen, ohne es jetzt so richtig einordnen zu können. Wir begleiten die beiden auch durch den Ersten Weltkrieg und sind dann eben auch dabei, als sie in den 1920er Jahren sich Richtung Berlin aufmachen und wie dann eben auch beide sich die Wege irgendwann kreuzen und auch welche Rolle das KDW spielt um Berlin überhaupt und natürlich auch, ja, der Zweite Weltkrieg hat hier natürlich auch eine Rolle, allerdings wirklich ähnlich wie beim Ersten Weltkrieg, eher so aus der Entfernung. Das muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Das ist mir ja persönlich, bin ja kein Freund von diesen Kriegsbüchern, egal ob Erster oder Zweiter Weltkrieg. Ich finde es schön, dass es hier wirklich so die Erfahrungen sind, die diese Mädels gemacht haben. Und die waren natürlich nicht an der Front, die waren nicht vorne dabei. Und auch gerade Berlin ist ja, was dann nach dem Krieg angeht und die Teilung angeht, auch super spannend. Die Autorin zeigt ein tolles geschichtliches Bild, das möchte ich wirklich sagen, von Deutschland, was sich nicht nur mit den Schattenseiten der Geschichte beschäftigt, sondern eben durchaus auch das Positive, wie man eben als junge Frau gelebt hat, wie man sich von der Familie irgendwie abkapselt, wie man selbstständig wird, wie sich das Frauenbild verändert, wie man im Grunde auch von der Tochter, die da irgendwie gedient hat, ihren Eltern und der Familie, zu einer selbstständigen Frau wird, wie man einen Mann kennenlernt, wie das irgendwie vonstatten gegangen ist, wie man eine Familie gründet und so weiter. Wir haben also schon den Fokus eher auf diese beiden Frauen und ihr Leben, als auf diese Geschichte, die dann irgendwie das Leben so einnimmt. Denn es ist, glaube ich, schon so, wie auch in diesem Buch, dass die Geschichte natürlich schon irgendwie passiert ist, aber während man sich darin befand, hat man manches ja vielleicht gar nicht so wahrgenommen oder geahnt, dass das irgendwann mal wichtig werden könnte. Und das fand ich hier sehr authentisch, dass die Geschichte nicht rückblickend erzählt wurde, wo man ja weiß, auf was man achten muss und wo man denkt, ach, das hätte mir damals bewusster sein müssen, sondern man wirklich den Eindruck hat, dass wir hier eben Erfahrungen haben, wie sie eben einfach passiert sind. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, wie ich das meine. Anhand der Schicksale und Lebensgeschichten ist man sehr, sehr nah an den beiden Charakteren dran und kann sich auch die damalige Zeit sehr gut vorstellen. Also auch wirklich das Ankommen dann in Berlin, das KDW, diese Stadt, wenn man die Straße heute kennt, man bekommt eine wahnsinnig tolle Vorstellung auch von dieser Zeit, von den wie die Leute ausgesehen haben, was da irgendwie wichtig war, das fand ich richtig, richtig toll. Was hier auch sehr klar wird, ist, dass ich wieder mal sehr, sehr dankbar bin, dass ich in der heutigen Zeit aufgewachsen bin, dass es bei mir nicht typisch war, Gewalt gegenüber Kindern oder Frauen, gerade diese herrscherischen Väter, die man hier ja sehr oft hat, oder auch Ehemänner oder auch die Lehrer, also wenn es da irgendwie Stöckchen auf die Finger gab. Boah, also muss ich echt sagen, da zucke ich wirklich zusammen und denke mir, wie schwer muss das als junges Mädchen gewesen sein oder als etwas sensibleres Kind oder, also da sind wir zum Glück ja pädagogisch heute ganz, ganz, ganz viel weiter und ich bin da wirklich immer froh, wenn ich sowas lese und ja, mir ist natürlich klar, dass es das gibt oder gab, aber wenn man das liest, so vor Augen hat, was dann auch in den Gedanken so vor sich geht, da muss man halt echt sagen, da bin ich froh, dass ich in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen bin. Also auch was die sexuelle Aufklärung und so betrifft, da bin ich sehr dankbar, dass ich ein Kind der 1980er bin und das nicht wie hier drin war. Was mich ein bisschen gestört hat, waren die manchmal sehr großen Zeitsprünge. Also schwupps, waren mal 2 Jahre vergangen, wumm, hier waren es mal 5 Jahre und man fragt sich so, was ist denn in dieser Zeit passiert? Also es ist nicht so, dass wir zum Beispiel jetzt einen Krieg überspringen und sagen, wir lassen die Kriegszeit aus, sondern es ging schon zu Beginn ziemlich los, dass da irgendwann Weihnachten war und dann, 2 Jahre später im Sommer bin ich nach Leipzig gereist. Ich dachte so, was ist denn? Also es sind auch keine Zeitangaben angegeben, so richtig. Also es ist immer mal ein Jahr da, aber nicht, dass man jetzt sieht, sondern es erschließt sich erst aus dem Text, dass dann irgendwann 2 Jahre vergangen sind. Das fand ich ziemlich verwirrend. Das hat auch immer einen Moment gebraucht. Und das fand ich tatsächlich sehr schade, dass man das so aufgebaut hat. Ich hätte mir dann lieber Jahreszahlen zu den Kapitelanfängen gewünscht. Ähnlich, wir haben hier auch einen Perspektivwechsel zwischen Charlotte und Anna. Das wurde gekennzeichnet, aber wenn man dann vielleicht einfach eine Jahreszahl dazu gemacht hätte oder vielleicht auch über ein großes Kapitel und sagt, so, jetzt sind wir 1920 irgendwie, das hätte mir als Leser definitiv besser gefallen. Zudem muss ich auch sagen, dass die Perspektivwechsel mir nicht gut unterschieden sind, also gefühlt gar nicht. Also Charlotte und Anna klingen sehr gleich, klingen sehr ähnlich, sie klingen auch die ganze Zeit gleich. Ich erwarte schon, dass eine Jugendliche
anders klingt als dann eine erwachsene Frau. Ich hätte mir das in den Dialogen gewünscht, in den Gedanken gewünscht. Es gibt auch keine sprachlichen Unterschiede zwischen den beiden, Mädchen oder Frauen. Und ich glaube schon, dass es den gibt. Also gerade das Mädel auf dem Land vom Bauernhof spricht definitiv anders als die, die so ein bisschen, nicht in der gehobeneren, aber eben nicht vom Bauernhof kommt. Also vielleicht ist das jetzt auch Klischee-Denken, aber ich glaube einfach, dass das sprachlich etwas schon mit einem macht, ob man da eben an einem Bauernhof unterwegs ist oder eben in einer Schneiderfamilie lebt. Und das war mir viel, viel zu ähnlich. Und ich finde das einfach wichtig, dass wenn ich zwei Perspektiven habe, dass dann beide auch erkennbar sind, wie sie denken, wie sie es aussprechen und zudem eben auch diese Entwicklung, die wir ja über 40 Jahre haben. Ich spreche eben mit 12 auch anders als jetzt mit Ende 30. Das ist, also ich hoffe zumindest, es ist hoffentlich so. Und das hätte ich mir hier einfach gewünscht. Also es war sehr gleichklingend und man hatte eben auch keinen Unterschied, ist man jetzt bei Charlotte oder Anna. Das fand ich auch sehr schade. Zudem, ja, war auch das Ende super abrupt. Also man, es ist mitten so im Leben drin und bumm, ist die Geschichte zu Ende. Und ja, so ist natürlich eine Geschichte, auch ein Märchen endet ja nicht damit, dass der Prinz und die Prinzessin sich haben. Dann startet ja im Grunde eigentlich erst die Lebensgeschichte der beiden. Und ich glaube schon, dass die Autorin das uns auch vermitteln wollte, dass die Geschichte, die sie jetzt eben betrachtet, zu Ende ist, aber dass das Leben der beiden natürlich weitergegangen ist. Aber das ging mir manchmal alles viel zu schnell, viel zu komprimiert, während wir am Anfang noch so ein bisschen uns reinfühlen konnten, uns annähern konnten an die Charaktere, hat sich das ab dem Mittelteil ein bisschen verlaufen und es wurde eben so durch die Zeitsprünge und dann auch oft das Abrupte, habe ich so manchmal gedacht, wo bin ich denn und wer und warum und was ist gerade passiert? Fand ich sprachlich leider nicht ganz so schön. Und ob geschichtlich immer alles so korrekt ist, es gab da mal so eine Szene mit Strumpfhosen. Da dachte ich mir mal, 1920er oder war es sogar noch vorher, Strumpfhosen, kamen die nicht später, aber ja, es gab so einige Momente, wo ich geschichtlich auch ein bisschen gestutzt habe und mir so dachte, ob das gerade also korrekt ist. Aber gut, ist natürlich autorische Freiheit, würde ich es nennen. Es war okay, es war ein angenehmer historischer Roman, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, muss man gelesen haben. Zumal eben auch die Geschichte der beiden Frauen zwar interessant sind, weil sie eben dieses Frauenbild zeigen und die Entwicklung. Aber, ja, weiß ich nicht. Also das fand ich so ein bisschen banal, würde ich es fast nennen. Aber es war okay. Ich habe es gelesen, gerne gelesen. Und wäre vielleicht für mich auch eher ein Kandidat fürs Hören gewesen. Aber es ist okay, wer historische Bücher gerne liest und auch diese Zeit gerne liest und hier zwei Frauen kennenlernen möchte, die so ihren Weg gehen und auch zum Teil miteinander gehen. Ja, der macht hier nichts verkehrt, aber es ist jetzt nicht so ein Highlight wie zum Beispiel ein Jeffrey Archer oder eine Corinna Bohmann, die mich ja wirklich geschichtlich auch immer sehr, sehr abholen. Aber es war okay, ich habe es gelesen und auch ganz gerne und ja. Und dann kommen wir zum zweiten Highlight der Woche, nämlich Aurora erwacht von Amy Kaufman und Jay Kristoff. Das Buch ist schon im Februar, glaube ich, bei mir eingezogen. Zusammen mit Becky hatte ich es dann auch Anfang März schon begonnen zu lesen. Doch dann ist ja etwas sehr Unschönes im März bei mir passiert und daraufhin haben wir das gemeinsame Lesen ja abgebrochen und haben uns letztens mal darüber unterhalten, ob wir da eigentlich nochmal der jeweils andere weitergelesen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir greifen jetzt einfach mal zum Hörbuch, das jetzt eben auch da ist und entdecken jetzt Jay Kristoff einfach wieder als Hörbuch. Das ist ja eh auch, wie wir Nevernight genossen haben. Und dann hat sich auch noch Anka dazu gesellt, was ich richtig toll fand. Wir waren also eine wunderbare Dreiergruppe und haben gemeinsam die Geschichte dann eben auch als Hörbuch entdeckt. Allerdings habe ich eben das echte Buch auch hier und es wandert dann ins Highlight-Regal zu den anderen Büchern von Jay Kristoff, denn dieses Buch ist definitiv auch ein absolutes Highlight. Das Hörbuch selbst hat verschiedene Sprecher für jeden Charakter, einen unterschiedlichen. Es gibt auch so noch so eine Zwischenstimme, die so ein bisschen was erklärt. Das fand ich sehr gut. Man gewöhnt sich auch irgendwann an die vielen Stimmen und hat dann zu den Stimmen eben auch den Charakter vor Augen. Es hat einen Moment gebraucht. Das war am Anfang bestimmt nicht ganz einfach, aber wenn man dann mal so ein bisschen die Namen im Kopf hat und hinten drauf auf dem Buch stehen eben auch die Namen und wer sie sind, das hat mir zum Beispiel ganz gut weitergeholfen. Es ist der Auftakt einer Trilogie und im Englischen ist der zweite Teil bereits erschienen und ich glaube, der dritte erscheint im Herbst-Winter diesen Jahres. Im Deutschen habe ich jetzt noch nicht gesehen, wann das Buch denn erscheinen wird, der zweite Band. Der ist dann eher rötlich gehalten und der dritte wird dann, glaube ich, so ein bisschen grünlich. Finde ich ganz creepy, das dritte Cover. Muss ich tatsächlich mal sagen. Wir haben hier eine Geschichte
Und ich würde vielleicht tatsächlich vorneweg schon sagen, wo meine Empfindungen waren. Es war das fünfte Element meets das Liedergren meets Stranger Things. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Wir sind hier im Weltraum unterwegs. Wir treffen auf Tyler. Der ist ein absoluter Musterschüler an der besten Space Academy, die wir hier in der Galaxie irgendwie haben. Er soll ein Team zusammenstellen, indem er dann eben selbst auch als Alpha agieren wird. Doch er verpasst irgendwie diese Feierlichkeiten, denn er hat ein Siedlerschiff gefunden, das seit über 200 Jahren verschollen war. Und in diesem Schiff findet er ein schlafendes Mädchen und er erfährt dann eben, dass sie Aurora ist und welche Geschichte sie so ein bisschen mitbringt. Und als dann eben Krieg droht, macht er sich mit seinem Loser-Trupp. Denn mehr bleibt für ihn nicht mehr übrig. Als Loser und Außenseiter macht er sich eben auf den Weg, um das Geheimnis um Aurora, des verschollenen Schiffes, verschiedenste Planetenkonstellationen, macht er sich auf den Weg. Und der Trupp besteht aus einigen Charakteren. Zum einen haben wir Scarlett, sie ist die Diplomatin und sie ist unglaublich sarkastisch. Wir haben Sila, sie ist die Wissenschaftlerin und ein bisschen soziopathisch veranlagt. Zudem treffen wir Finian, das ist der Techniker und auch der Klugscheißer der Gruppe. Kalis ist der Kämpfer und es gibt hier definitiv Menschen, die ihre Aggression besser unter Kontrolle haben als er. Und dann treffen wir noch auf Cat, die Pilotin, die sich eigentlich gar nicht für Tyler interessiert oder vielleicht dann am Ende irgendwie doch. Ein bunter Trupp und super spannende Charaktere, die wirklich alle eine wunderbare Rolle spielen. Ich möchte aber gar nicht so viel verraten, denn es passiert unglaublich viel in diesem Buch. Wir haben hier ein Buch, das vollgepackt ist mit Handlungen, mit Charakteren, mit Wendungen, mit Spannung, mit Sogwirkung, mit schmunzelnden Momenten und das Buch hat sich einfach so echt angefühlt. Also dafür, dass es Science Fiction ist, man hat natürlich so diesen Trupp an Space Academy Absolventen, die irgendwie mehr oder weniger schon mal was miteinander zu tun haben. Zu Tyler gehört ja auch noch seine Schwester. Und wir haben hier Charaktere, die ganz speziell sind. Jeder auf seine Weise ist sehr tiefgründig veranlagt, ist sehr nah an uns gebracht worden. Wir lernen die kennen, die Charakterzüge, ihren Humor, ihr Wissen, was sie besonders irgendwie ausmacht, wie dieser Trupp, der vorher nichts zu tun hatte miteinander, wie die zusammenwachsen. Fand ich wahnsinnig gut gezeichnet. Besonders die Perspektivwechsel und hier haben wir es eben, dass jeder wirklich so seine eigene Stimme hat, seine eigenen Gedanken hat, manchmal die Perspektiven, die das Kapitel ein bisschen länger ist, manchmal durchaus irgendwas Hingeknalltes, was aber dann auch irgendwie wichtig war. Es war wahnsinnig gelungen. Also die beiden Autoren haben es hier wirklich geschafft, wahnsinnig toll, diese Charaktere zu bilden, die zu formen, die Weiterentwicklung zu machen und das in der Geschwindigkeit, in der diese Geschichte erzählt wird. Also es passiert unglaublich viel innerhalb kürzester Zeit. Es gibt Wendungen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Es gibt Manöver, wo man vorher gar nicht so drauf gekommen wäre, was da jetzt irgendwie passiert. Und mir hat das großen, großen Spaß gemacht. Wir haben einen wahnsinnig grandiosen Humor. Ich habe so viel geschmunzelt, ich habe so viel gelacht. Wir haben natürlich auch diesen sarkastischen Humor, diesen trockeneren, vielleicht auch manchmal das Ironische. Und das macht ja sowieso die Bücher für mich, finde ich, immer von Jay Kristoff aus. Auch bei Nevernight war das ja wirklich wahnsinnig toll, wie die sich manchmal auch einfach so gegenseitig geneckt haben, auf die Schippe genommen haben. Und das passiert hier eben auch. Also man darf hier auch nicht alles ernst nehmen, nicht alles auf die Goldwaage legen. Und trotz, dass die Charaktere hier so unterschiedlich sind, und das sind sie eben nicht nur vom Charakter, sondern auch äußerlich, wo sie herkommen, welcher planetarischen Rasse sie irgendwie angehören. Wir haben hier eine Diversität, die so total allen egal ist. Sie sind sich dessen schon bewusst und manchmal sind sie auch Thema, beziehungsweise bekommen wir das auch dann erklärt, auch welche Konflikte es irgendwie dazwischen gibt. Aber das ist so, es fühlt sich ganz normal an. Es wird da kein Fokus drauf gelegt, sondern die leben, arbeiten irgendwie, studieren einfach miteinander und sind eben einfach in diesem Riesenkosmos unterwegs und merken dann eben irgendwann, wie sie sich brauchen, was aneinander die Vorteile sind. Und das fand ich auch richtig, richtig gelungen. Es sind wirklich sehr tiefgründige Charaktere, deren Wandlungen wir sozusagen miterleben, die eben als Team auch zusammenwachsen und dieser Teamgeist und dieses, ja, wie die agieren zusammen, war eben auch richtig, richtig toll. Zudem gibt es auch so Zwischenerklärungen, die ich super lustig fand und überhaupt haben wir wirklich auch viel gemeinsam gelacht.
Ich finde es großartig. Ich mochte dieses Buch. Es war wahnsinnig schnelllebig und es ist jetzt nichts Tiefgründiges. Es ist also an und für sich an der Geschichte. Es ist halt schon so ein bisschen Science Fiction. Es ist auch was für Jugendliche. Das ist natürlich sprachlich auch nochmal ein bisschen anders. Man hat nicht so viele technische Fachbegriffe, wie man das vielleicht von erwachseneren Science Fiction irgendwie kennt. Aber es hat unfassbaren Spaß gemacht. Es hat uns super gut unterhalten. Und ich habe mir so viele Sprüche auch einfach in mein Notizbuch mit aufgeschrieben und ich hatte da große, große Freude dran und freue mich mega auf den zweiten Teil und hoffe, dass der im Deutschen dann auch bald erscheint und wir den dann auch wieder genießen können als Hörbuch. Zu den unterschiedlichen Sprechern, ich möchte wirklich sagen, dass ich das schon eine Bereicherung finde, dass man eben irgendwann zu den Charakteren vor Augen auch eine Stimme hat und das dann auch zuordnen kann. Es hilft auf jeden Fall, wenn man sich die Charaktere einmal vielleicht tatsächlich ähnlich wie auf dem Klappentext aufschreibt, sich klar wird, wer ist wer. Das fand ich am Anfang wirklich hilfreich, immer mal kurz hinzugucken, ah, jetzt bin ich Finian, das war der und der. Das hört irgendwann so, ich würde sagen, nach so einem zweiten, dritten Hörabschnitt, so 100, 150 Seiten, hat man gemerkt, okay, jetzt ist man irgendwie drin. Aber es hat zu Beginn auf jeden Fall geholfen. Aber das war ein ähnliches Problem, was ich zum Beispiel eben auch bei dem Lied der Krähen hatte, dass ich dachte, oh, wer ist jetzt nochmal wer, wie stehen die zueinander? Ich finde, da hilft immer mal so, sich eine Notiz einfach zu machen. Und was Aurora betrifft, war ich total überrascht, in welche Richtung das geht, wie sie agiert, welche Dramatik auch ihr Charakter so ein bisschen hat. Obwohl sie so ein bisschen diesen Wortwitz auch hat, ist aber auch ihre Geschichte sehr dramatisch mit diesem Schlaf, in dem sie eben 200 Jahre war, sie gar nicht so richtig weiß, warum und weshalb und wie toll, dass die beiden Autoren wirklich rüberbringen. Also auch, dass man eben nicht immer nur ein Gefühl in sich trägt, sondern durchaus mehreres. Also es war wirklich richtig, richtig tolle Unterhaltung, hat super viel Spaß gemacht, hat uns wirklich wahnsinnig gut durch die Woche gebracht und wir mussten uns oftmals zwingen, ja, bei der abgesprochenen Hörzeit sozusagen aufzuhören und ja, großes Kino, hat super viel Spaß gemacht, könnte ich mir auch als Serie richtig, richtig gut vorstellen. Ja, das waren sie jetzt, die Bücher der Woche. Ich habe dann einen, oder wir haben dann einen Klassikerfilm angeschaut, nämlich Sinn und Sinnlichkeit. Der Film ist aus dem Jahre 1995 und also sozusagen schon über 25 Jahre alt. Das ist echt verrückt. Es ist meine liebste Geschichte von Jane Austen. Also Verstand und Gefühl ist ja das ursprüngliche Buch und ich habe damals die Verfilmung unfassbar geliebt. Ich war damals im Kino und ich muss echt sagen, ich habe die danach, glaube ich, auch gar nicht mehr groß nochmal irgendwie gesehen. Vielleicht noch so einmal, aber nicht, dass ich mich so an alles erinnert hätte. Ich war total baff, was da für Schauspieler mitgewirkt haben, die 1995 ja an sich vielleicht noch gar nicht so bekannt waren und gefühlt war ein halber Harry Potter Cast dabei und das war total schön anzusehen, die alle so jung zu erleben und zu sehen, wie vielleicht auch die Schauspielerei bei ihnen angefangen hat. Also wir haben zum Beispiel Kate Winslet, die ja erst dann mit Titanic 2-3 Jahre später ihren Durchbruch hatte und da so ihre Anfänge hatte. Oder Emma Thompson, die man ja vielleicht durchaus dann auch noch von anderen Filmen kennt. Es gibt einen ganz jungen Hugh Grant, Alan Rickman, Imelda Staunton, zum Beispiel Dolores Umbridge. Einfach nur großartig. Regie führt Ang Lee und auch den seine Filme schaue ich super gern. Ich finde ihn auch toll inszeniert. Ich mag das Farbbild. Ich mag die Geschichtenerzählung der Frauen der Familie Dashwood. Wir sind ja so um 1800. Der Vater ist gerade gestorben und hinterlässt im Grunde, also es ist ja immer so, dass damals alles so nur an den Sohn weitergegeben wurde. Dieser ist verheiratet, schmeißt im Grunde seine Stiefmutter samt Schwestern irgendwann aus dem Anwesen heraus. Also ganz vorsichtig gesagt. Und dann geht natürlich auch das Werben los, dass die Töchter dann auch irgendwann unter die Haube zu bringen. Und dann haben wir eben diese unterschiedlichen Schwestern, wo eben die eine eher so nach Verstand geht, ruhig ist, besinnlicher, nachdenklicher und eben die andere Schwester eher so Gefühl ist, Leidenschaft ist, alles ausspricht, was sie denkt und auch Gefühle einfach zeigen möchte. Und das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich habe die als Buch damals unglaublich gerne gelesen. Wäre mal wieder Zeit für einen Reread. Das Buch selbst gehört auch eher zu den Frühwerken von Jane Austen. Und das habe ich wirklich in sehr positiver Erinnerung. Ich bin ja jetzt zum Beispiel gar kein so großer Freund von Stolz und Vorurteil oder bin auch nicht der größte Fan von Emma. Aber Verstand und Gefühl, Sinn und Sinnlichkeit fand ich wirklich damals richtig toll als Buch. Und auch die Verfilmung.
Also der Cast ist wirklich der Hammer, auch wie so ein bisschen mit der Musik im Hintergrund gespielt wird, welche Themen da aufgegriffen wird, wie die Charaktere miteinander agieren, richtig, richtig toll und hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und dann habe ich eine Serie angefangen, fragt mich nicht, wie ich darüber gestolpert bin, und zwar The Vampire Diaries. Ja, ich glaube, so vor über 10 Jahren müsste die im Fernsehen angefangen haben. Es müsste so tatsächlich ja 2010 oder so gewesen sein. Ich weiß, dass wir die damals angefangen haben, meine Mama, meine Schwester und ich, jede Woche eine oder zwei Folgen uns angeguckt haben. Und ich hatte jetzt auch irgendwie Lust auf Vampire. Und ich finde ja, serientechnisch gibt es da gar nicht so viel. Ich freue mich sehr, wenn irgendwann die Bücher von Anne Rice zu einer Serie verarbeitet werden. Aber das wird ja noch eine ganze Weile dauern. Und ja, so habe ich jetzt einfach mal hier rangegriffen, schon ein paar Folgen mittlerweile geguckt. Er läuft auf Netflix, auch alle 8 Staffeln, soweit ich weiß, sind da verfügbar. Und ich weiß es mich, dass ich damals die Bücher kannte. Also ich kenne sie natürlich heute noch, aber damals diese vierteilige Reihe Tagebuch eines Vampirs von L.J. Smith oder so gelesen hatte und ich die Reihe toll fand. Also ich fand die sogar besser als Twilight, obwohl sie damals ja auch schon 10 Jahre alt waren. Also das war definitiv vor Twilight, wenn man so möchte. Und ich weiß, dass ich die Bücher ganz toll fand und dann in der Serie aber so viele Veränderungen waren. Also es ging schon los, dass Elena nicht blond ist, sondern braunhaarig, dass sie einen Bruder hat und keine Schwester. Also es gab so Veränderungen, wo ich gar nicht so richtig zurechtgekommen bin. Und ich ganz oft beim Fortschritt der Geschichte dann auch immer nachgefragt habe, ist das und das, war das jetzt in der Serie oder erinnere ich mich ans Buch? Und ich fand das unfassbar verwirrend, weil es eben wahnsinnig viele Veränderungen gibt, die mir heute nicht mehr auffallen. Also natürlich die blonde Emily, Elena habe ich so noch vor Augen, aber das ist jetzt für mich nichts mehr, was mich so total durcheinander bringt. Aber ich weiß, dass mich das damals sehr, sehr gestört hat und mich immer wieder so rausgebracht hat, weil ich andere Dinge in Erinnerung hatte, die ich aus dem Lesen kannten, als sie in der Serie tatsächlich passiert sind. Und ich weiß gar nicht mehr, wann wir dann aufgehört haben, ob das so im Laufe der 3. Staffel war. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, warum, aber irgendwie hat uns dann so ein bisschen was genervt. Und ich merke diesen Nervfaktor, zumindest den Elena angeht, ja, schon extrem. Also das ist ja wirklich auch mal wieder so ein Frauenbild und ein Charakter, wo ich denke, oh, diese Mädchen in Notnummer. Also das finde ich tatsächlich so ein bisschen anstrengend. Es gibt ja hier auch immer dann die Team Stefan oder Damon. Also ich bin definitiv ein Riesenfan von Damon, von Jan Sommerholder. Ich mochte den schon als Boone in Lost, also den Schauspieler. Oder Buna, ich weiß gar nicht, wie hieß er da. Ja, auf jeden Fall bin ich da eher Team diese Richtung, weil ich diese Vampirigkeit von ihm sehr mag. Also dieses Düstere, dieses Nichts bereuen, dieses einfach drauf los, keine Gefühle. Das sind eben so diese echten Vampire. Und wo diese Gefühlsduselei natürlich eher dann der Fluch ist, oder was auch immer. Also wenn man auch an Interview mit einem Vampir denkt, was da eben auch dem Charakter zum Beispiel von Brad Pitt irgendwie, also Louis irgendwie widerfährt, so ähnlich könnte man ja Stefan einordnen. Zu Elena finde ich allerdings tatsächlich passt in der 1. Staffel Stefan am besten, weil die beiden wunderbar sich gegenseitig bejammern können. Also das finde ich tatsächlich sehr, wo ich denke, mal sehen, wie lange ich da Lust habe, dass die beiden so jammerig unterwegs sind, so dieses Hi und Ho und Ha. Die Nebencharaktere finde ich super, also die machen mir echt fast mit am meisten Spaß, egal ob es der Huch, was hat mir hier mein Kater gebracht? Oh, ja, Beute. Egal, ob es der Bruder ist, ob es die Freundinnen sind, ob es ja diese klischeehaften Sportler sind, die unterwegs sind, das ist schon was mir viel Spaß macht. Und der Soundtrack. Also ähnlich wie bei Twilight hat man hier einen wahnsinnigen Soundtrack, der super viel Spaß macht, der einen so auch in die Zeit von vor 10 Jahren wieder zurückbringt. Richtig, richtig toll. Mal sehen, wie weit ich komme. Also ich nehme mir jetzt nicht unbedingt vor, dass ich alle 8 Staffeln mir anschauen muss. Also wenn ich zwischendurch mal wieder dann die Lust irgendwie weggeht, vielleicht gibt es dann auch wieder diesen Moment, wo man merkt, okay, das war damals vielleicht auch ausschlaggebend, aber das werde ich jetzt einfach mal abwarten. Aktuell gefällt es mir gut, wie gesagt, die jammrige Elena, die immer gerettet werden muss und auch Stefan, der mit seinem Leben nicht klarkommt, obwohl er irgendwie schon 160 ist und sich unglaublich kindisch verhält, das finde ich immer so, ich kann mir das nicht vorstellen. Also wenn jemand 160 Jahre auf der Erde ist, selbst wenn er in einem Körper von einem 19-20-Jährigen steckt, geht doch der Kopf hoffentlich irgendwie mal weiter. So irgendwie, ja, hoffe ich zumindest, dass dann eben das Teenie-Verhalten irgendwann mal aufhört. Aber scheinbar nicht bei Stefan Salvatore. Aber
bis jetzt habe ich Spaß und Freude und mal sehen, wie lange das anhält. Und ja, nachdem der Kater hier mir schon seine Mausbeute bringt, glaube ich, ist es jetzt Zeit, den Kater zu bespaßen. Mehr habe ich jetzt auch gar nicht auf meinem Notizzettel. Vielleicht kennt ihr ja schon eins der Bücher, beziehungsweise kennt ihr vielleicht auch The Vampire Diaries, dann lasst uns da gerne ein bisschen austauschen oder auch über Jane Austen, was da euer liebstes Buch oder eure liebste Verfilmung ist. Und jetzt... Ja, spring. Ja, das ist jetzt meine Maus, die gebe ich nicht mehr her. Ja, es ist natürlich keine echte Maus. Also für alle, es ist hier eine Kruschelmaus, die ich gerade, auf der ich so jetzt halbwegs sitze, damit der Kater nicht rankommt. Ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.